beschreibe mich selbst als Handleser, Hypnotiseur, Kartenleger, Voodoo-Meister, spiritueller Heiler, Geisterjäger. Seit meinem Einzug in mein neues Haus bedroht mich ein Poltergeist. Wenn Sie die Möglichkeit sehen, den Poltergeist auszutreiben, rufen Sie mich an. Wenn ich heute sage, dass er Seele sichtbar machen, dann ist es die reine Wahrheit. Und er stellt sich ja und beweist es ja und hat es schon bewiesen. In Zeitschriften habe ich einen Kurs über Handlesen gesehen und das habe ich ausgeübt. Bin in Diskotheken gegangen, habe aus Spaß Hände gelesen. Hab gesehen, dass alles stimmt. Und dann habe ich mir die ersten Bücher gekauft über Handlesen, Chirologie. Und heute habe ich über 200 Handlesebücher und habe einen Kurs als Diplom-Chirologe abgelegt. Das waren alles nur Zufälle. Beim Kartenlegen war auf einmal der Verstorbene da. Dann im Geschäft habe ich einen Türken angeschaut. Auf einmal war da eine Hypnose und habe mir die ersten Hypnosebücher gekauft. Dann hat mir eine Zigeunerin erklärt, dass ich ein Stecker ins Jenseits bin. Und seitdem mache ich die Jenseitskontakte, die unterhält sich mit Verstorbenen. Da drüben. Auf der linken Seite. Und Blitz war auch nicht an. Nein, nein, weil wir haben es mit dem Handy fotografiert, ohne Blitz. Ohne Blitz. Und es war abends schon dunkel, also von draußen kann der Rolo und war unten. Und das war kein Licht einfallen? Nein, nein, haben wir alles geprüft.